Verdammt, was ist das? Das ist Weihnachten. Das ist der Weihnachtsmann. Ich habe den gerade weggetan. Ich esse ihn nicht mehr. Ja, nee, ich habe die ganze Zeit so viel gegessen. Ich habe echt mich auch gar nicht bewegt. Du musst ein bisschen Sport machen. Hallo, wie soll ich mich denn bewegen bei so viel Gewicht? Das geht einfach gar nicht. Ich habe auch immer die ganze Zeit gerechtfertigt. Ich habe gesagt, okay, ich möchte einfach auf meine Figur achten. Ich möchte wie Buddha aussehen, weil ich soll ja ein bisschen weise aussehen oder so. Aber das belastet mich tatsächlich jetzt. Vielleicht musst du ein bisschen Ernährungsumstellung machen und so weiter. Verdammt. Das fällt schwer. Buddha. Ja, das fällt schwer. Das fällt echt schwer. Also das Ding ist halt, ich glaube, ich muss erstmal entgiften, weil diese Gifte ziehen einfach mehr ran. Entgiften ist sowieso eine coole Sache. Ja? Also ich habe ja diesen seelischen Detox gemacht bei dir, ja. Was schon sehr geil war für mich persönlich, für mein persönlichen Gefühlen und so weiter alles. Aber ich überlege tatsächlich auch eine Ernährungsdetox zu machen. Ja, das ist eigentlich generell ganz gut. Ja. Weil solange diese Gifte da sind, das macht eben so einen Stress für den Körper. Ja. Und dann nimmt man natürlich extra nochmal zu. Deswegen ist es ja auch mit dem Zucker hoch und runter und so weiß, weiter. Ne? Ich auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall Gifte im Körper. Also jetzt, ja. Du hast ja sowieso durch die Ernährung und so weiter, es ist ja mittlerweile ist ja irgendwie überall so ein bisschen oder das, was du einatmest. Ja. Aber ich habe ja auch eine ganz lange Zeit auch Kopfschmerztabletten genommen und all diese Sachen, diese Migränen-Kopfschmerztabletten alles. Tatsächlich würde ich gerne detoxen. Ja, yeah, da ist alles drin. Also im Endeffekt gibt es ja die Konservierungsstoffe, die ganzen Pestizide. Das ist ja sowieso das Ding. Und wenn du zum Beispiel zu spät isst, das ist ayurvedisch gesehen, sind das Gifte, die dann tatsächlich. Oder halt einfach die ganzen Stoffe, die sie auch in den Stoffen, in den Klamotten drin haben. Das nimmt man ja auch über die Haut an. So, ganz schön viele Gifte hier mit eingesammelt. Ja, das Dumme ist, die Gifte gehen direkt in den Fettzellen und lagern sich da ab. Und dadurch werden die Fettzellen größer. Das ist natürlich echt größer. Ja. Okay. Wollen wir das machen? Komm, wir detoxen.